Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um die ein wenig versteckte Fraktion Rache der Kralle, welche mit dem Patch 7.1 im Spiel eingeführt worden ist, aber eben wie gesagt ist die ein wenig versteckt. Und zwar muss man die erst einmal freischalten und das macht man, indem man eine der vier Questreihen von den Falkosauren absolviert hat, also zum Beispiel beim Schneefederjunges diese Questreihe und eben Schafkrallenjungs oder eben eins Blutstau oder Düsterschnabel, einen von diesen vier muss man absolviert haben und am Ende schaltet man ein Mount frei, wie ich jetzt hier zum Beispiel beim Schneefederjungs habe ich so ein Mount freigeschaltet. Und wenn man dann halt auf so einem Mount ist, kann man mit Aviana sprechen und die befindet sich im Gebiet der Hochberg bei etwa 32,66. Also zum Beispiel hier bei Schneefederschwamm, für diejenigen, die das nicht wissen, dass dort ein Pet gibt, Schneefederschwamm, dort gibt es eine Matriarchin, die muss man töten und im selben Gebiet gibt es so ein Pet, das man ansprechen muss und wenn man das dann angesprochen hat, bekommt man das in die Sammlung hinein und wenn man dann das dort beschwört, gibt es so eine kleine Questreihe. Leider ein wenig auf die Tage verteilt, aber ich habe es jetzt etwa in 14 Tagen absolviert gehabt und deshalb eben ein wenig langwierig oder es gibt glaube ich auch so einen Bug, dass man halt einfach mit mehreren 110er Charakteren halt immer jeden Tag so eine Quest absolvieren kann, aber das ist bei mir jetzt nicht der Fall gewesen. Ich habe es jetzt halt einfach auf dem normalen Weg gemacht, eben so 14 Tage habe ich jetzt dafür gebraucht. Und ich werde halt einfach den Guide in die Beschreibung hinein verlinken, damit ihr seht eben, was ihr da genau machen müsst. Ich habe da nicht jetzt jede Quest dort absolviert, aber eben ich habe dort einfach gezeigt, wie ihr zu dieser Questreihe gelangt. Und ja, eben dann hat man halt so einen Mount bekommen am Ende. Denke ich mal, eine schöne Belohnung. Und wenn man eben diesen Mount hat, kann man hier im Hochberg bei 32,66 dort Aviana ansprechen. Und die hat so eine Option: Die Falkosaurer sind zu viele geworden, ihretwegen sind fast alle anderen Raubtiere verhungert. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr sozusagen ja die Fraktion freigeschaltet. Dann natürlich immer noch durchklicken und dann sollte hier ja die Rache der Kralle freigeschaltet werden, halt eben im Fraktionsbereich. Also hier dort neutral mit 500 von 300 startet es und natürlich wie immer ehrfürchtig kann man dort bekommen. Und so speziell an dieser Fraktion ist sozusagen, dass sie eigentlich gleich ist wie auf der zeitlosen Insel. Dort halt einfach diese Ordos-Fraktion. Dort musste man ja sich mit diesem Rauchbrenner der ewigen Pein dort verwandeln und dann konnte man ja im PvP-Modus halt einfach andere Spieler töten, da bekommt man ja die Blutmünzen und dann konnte man das gegen halt Belohnungen umtauschen. Hier ist es ein wenig anders, hier kann man dann mit dieser elfenbeinfarbene Klaue in PvP-Gebieten, also dort bei Weltquests, zum Beispiel hat es hier gerade eine, genau, Finsterbrull-Arena, in diesem Bereich kann man halt einfach mit diesem ja, Gegenstand sich verwandeln und dann kann man auch Hordler halt töten und wenn man dann diese getötet hat, also es zählt angeblich nur mit dem Totschlag, also das heißt jetzt nicht, ihr könnt da irgendwie auf jeden Gegner AOE verteilen und dann bekommt ihr so einen Gegenstand und zwar gibt es so einen Gegenstand, der heißt Mal der Beute und wenn man diesen dann ja, erbeutet hat, kann man diesen umtauschen für 100 Ruf. Und am Schluss braucht man halt eben 420 Ruf. Aber eben, das kann man leider nur erbeuten, weil man halt diese elfenbeinfarbene Klaue hat. Kann man bei den PvP-Weltquests und in den Falkosaur-Gebieten halt eben auch gleich fraktionierte Gegner, also Spieler halt töten, bekommt man so einen Mal und das kann man dann gegen ja, 100 Ruf halt umtauschen. Ist halt ein wenig eine langwierige Aktion. Aber das Schöne ist daran, dass man dann am Schluss sozusagen ein kleines Mount bekommt und zwar eine elfenbeinfarbene Falkenschreiter. Das Problem finde ich aber hier, das sieht fast gleich aus wie der weiße Falkenschreiter, den man aus Falkenschreiter, jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen, das ist dieser schnelle weiße Falkenschreiter, genau, bei Terrasse des Magisters, also bei Kaeltas bekommt man diese. Ist halt leider einfach ohne Rüstung, sag ich mal, aber sonst eigentlich dasselbe Mount, also es ist nicht irgendetwas Spezielles, also ihr seht, es ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Das finde ich natürlich ein wenig schade für 10.000 noch dazu, also es ist jetzt nicht etwas Spezielles, aber eben, ich wollte einfach da zeigen, eben, dass es so eine Fraktion gibt. Und das Schöne ist auch noch, wenn man wohlwollend ist, kann man so eine elfenbeinfarbene Feder dazu noch kaufen und das erlaubt halt einfach einen dann auch in Schlachtfeldern halt einfach diesen Ruf zu farmen oder auch in Ashran.
Da könnt, müsst ihr nicht unbedingt immer dann in diesen PvP-Weltquest-Gebieten dann sein oder auch nicht in, ja, in diesen Falcosaun-Quest-Gebieten herumlaufen und halt einfach die ganze Zeit Spieler töten. Weil irgendwann, denke ich mal, sind diese nicht wirklich mehr aktiv, diese Quest-Weltquests, und dann wird es ein wenig schwierig, halt einfach an diesen Rufgegenstand zu kommen. Aber eben am Schluss braucht man etwa so 420 Rufgegenstände, um halt am Schluss dann ehrfürchtig zu sein. Was es vielleicht gibt's noch irgendetwas Neues dann mit dieser Fraktion, aber ich denke mal, das sollte eigentlich alles so sein. Halt eben Klaue halt einfach bekommen, und dann mit dieser Klaue, die könnt ihr dann auch nachträglich noch kaufen, falls ihr irgendwie diesen verliert oder so. Eben einsetzen, dann andere Spieler töten, dann bekommt ihr Rufgegenstände, die umtauschen gegen 100 Ruf, und dann sollte das eigentlich, ja, vielleicht zu Beginn sehr langsam laufen, weil man eben in die bestimmten Gegenden gehen muss, aber ansonsten eben ab Wohlwollen, denke ich mal, wird das sehr leicht in den Schlachtfeldern. Eben wie gesagt, leider nur, wenn man den Totschlag absolviert hat, also nicht, wenn ihr einfach herum AOEt und dann irgendwie hofft, dass es den Gegenstand bekommt. Ich denke mal, es wird eben auch so sein wie bei den Blutmünzen, da muss man ja auch den Totschlag durchgeführt haben, ansonsten bekommt man keinen Gegenstand, aber eben. Ein wenig ein Gelaber-Guide, sage ich mal, aber ich wollte einfach zeigen, eben, dass es so eine versteckte Fraktion gibt, und ich denke mal, ja, ich werde vermutlich auch noch weitere Guides zu bestimmten versteckten Dingen heraushauen. Ich hoffe, es gibt noch einige. Es gibt immer wieder mit den neuen Patch, denke ich mal, etwas Neues, und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Fraktion ebenfalls zu befinden. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!